Rum, 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 rum. Guck mal, ich kann lenken. Ja, jetzt kann dein Auto nicht. Man muss auch mal mit der Lenkung angeben, ne? Also jedes Auto kann lenken, deshalb muss ich mal den Leuten zeigen hier, was mein Auto alles so kann. Mein Auto kann lenken, ne? Also. Das muss man erstmal hinbekommen. So, damit herzlich willkommen zu einer nächsten Runde Need for Speed. Ja, wir werden heute wieder versuchen, Teile zu sammeln. Ihr kennt das ja. Und natürlich auch versuchen, auf den ersten Platz zu kommen. Man, lasst mich doch hier mal überholen. Ja, und das Rennen ist sehr ausgeglichen. Ich glaube, hier, was war, 340 brauche ich und ich habe 335. Also, wow, Alter. Oh, ich dachte jetzt gerade, der LKW-Fahrer fährt jetzt immer quer drüber. Okay. Oh, der Polizist hatte jetzt keinen Bock. Okay, sehr schön. Freut mich. Hui, hallihallo. Kuckuck. Kuckuck. So, sieht doch ganz gediegen hier aus. Bis jetzt noch keinen großen Unfall gebaut, muss ich echt sagen. Ich bin sehr stolz auf mich. Also, das muss erstmal einer hinbekommen. So, ja. Und wir haben es fast geschafft. Es sind nur noch 20%, die wir machen müssen. Lenke, Mann! Okay. Wow. Ja, schön. Somit haben wir das erste Rennen geschafft, aber wir haben jetzt eine blöde Verfolgungsjagd. Aber das kriegen wir auch noch hin. Ich dachte eigentlich, wir hätten hier genug Angst eingejagt, aber ich schätze, wir müssen noch eine Schippe draufpacken. Das frühere Zielfahrzeug wurde gesichtet. Wir nehmen die Verfolgung wieder auf. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe jetzt schon gleich wieder Heatstufe 3, ne? Sehr schön. Das heißt, wir können das nächste Rennen fahren. Und jetzt muss ich kurz überlegen. Ich sehe das Heatstufe 3 Rennen. Ah, das ist hier. Okay. Das heißt, es wäre ganz geil, wenn wir jetzt so einen Rundkurs machen würden. Und das wäre hier schon mal einer. Aber 280, 300, ja, 340 ist aber leider kein Rundkurs. Ja, 240. 260. Aber kann ich hier noch höher gehen? Ne, 260 ist das höchste. 220. Ja, gut, dann machen wir hier das. Warte mal. Dann machen wir das 300er. Ihr kennt ja mein Fahrverhalten, deshalb ist es gar nicht mal. Ach, fuck, das ist ein Tunnel hier unter mir, ne? Warte mal, wo sind wir? Was ist das hier? Ne, das ist wieder scheiße. Mich wundert hier gar nichts mehr. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir. Aber sieht ganz gut aus. Er ist ein Polizist. Ich wollte gerade sagen, ich sehe das damit, mein harter Bogen, Mensch. Okay, und damit haben wir dann Heatstufe 3. Das heißt, wir können dann direkt das Rennen hier fahren. Sehr schön. Und auch glorreich verkacken, wie ihr mich kennt.
Also diesmal, ja, mein großer Wunsch ist natürlich, dass wir diesmal es hinbekommen, schon auf den ersten Platz zu kommen. Das wäre schon echt ein großer Traum von mir, Mann. Nee, einer meiner größten Träume. Aber mal gucken, ob wir das hinbekommen. Aber das Rennen dürfte jetzt eigentlich kein Problem werden. Also wir fahren hier gerade gegen eine 300er Bewertung. Das ist eigentlich alles relativ gut. Vor allem, ich habe das Polizeiauto gar nicht kaputt gemacht, weißt du? Und ich kriege jetzt dafür Ärger, oder was? Das sind mir die richtigen, weißt du? Ich mache hier nichts kaputt. Ich fahre hier laut STVO. Also nicht ganz, aber ein bisschen. Ich versuch's, ne? Da quetscht irgendein Verrückter ein Polizeiauto und ich bin dran schuld, weißt du? Und ich habe ein Fahrrad geklaut. Ach, der hat auch jetzt irgendwie keinen Bock, ne? Irgendwie abzuhauen. Aber egal, das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir alles hin. Ich muss hier längs. No, sieht doch ganz gut aus, ne? Vor allen Dingen, wenn wir das Rennen beendet haben, haben wir fast schon Heatstufe 4. Ist gar nicht mal so schlecht. Aber ach, bitte, bleibt mir gerade wirklich am Arsch, ne? Mir gerade mal so aufgefallen. Geben wir mal ein bisschen Gummi, ne? So, einmal hier links. Okay. Wunderbar, und somit können wir dann direkt zum Heat Stufe 3 Rennen fahren. Das ist sehr schön. Das heißt, wir werden jetzt einfach dahin machen. Und können direkt das Heat Stufe 3 Rennen fahren. Das ist doch. Oh, warte mal. Oder auch nicht. Da wollt ihr mich verarschen? Was ist denn bei euch hier los? Okay, das heißt, ich kann aber schon mal. Nee, kann ich nicht, weil. Ich beende die Verfolgungszentrale, aber ich bin darüber nicht. Okay. Wir starten jetzt einfach ganz, ganz schnell das Rennen. Wir starten einfach ganz, 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 ganz schnell jetzt das Rennen. Hui, und gucken, ob wir ein neues Teil aus dem Rennen rausfischen können. Das wäre natürlich das Schönste, wenn wir ein neues Teil bekommen. Aber müssen wir mal gucken. Müssen wir echt mal gucken. Aber ich denke mal, wenn wir uns jetzt nicht ganz blöde anstellen, ne, kriegen wir ein neues Teil. Und vor allen Dingen auch heute definitiv ein Heatstufe 5 Rennen. Definitiv.
Hallo? Danke. Alter. Ricardo, ne? Rico. Entschuldigung. Wollte ich nicht beleidigen. Der geht mir richtig auf den Sack, der Typ. Alter. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich nicht wirklich näher rankomme. Also die Jungs müssen echt mal davon, obwohl der Rico, der fährt gerade ein bisschen langsam, aber die anderen zwei sind... Scheiße. Och, ich hasse den Verkehr hier, ohne Mist. Der Verkehr ist so unfassbar nervig. Problem ist, ich habe einfach schon viel zu viele Unfälle gebaut. Also auf dem ersten komme ich nicht mal, aber ich kann definitiv noch auf den dritten kommen. Okay, sehr gut. Oh, bin sogar auf den zweiten noch gekommen. Okay, den muss ich natürlich jetzt noch halten, aber... Guck mal, könnte jetzt einfach mal für die Fans... Okay, ja, scheiße. Naja, immerhin auf dem zweiten Platz. Immerhin auf dem zweiten Platz. Was? Oh, was? Alter! Was? Ich dachte... Alter! Ich dachte jetzt gerade schon, scheiße, was ist denn jetzt los? Das ist die große Frage, sollen wir schon zum Heatstufe 5 Rennen fahren? Wo ist denn das überhaupt? Hier unten. Ich denke mal, wir werden so schnell die Polizei nicht mehr los. Alter, verpiss dich, du Vogel. Ups. Sau scheiße. Mann, ich will mal ein ordentliches Bild mal wieder machen. Von Sanden, ey. Aber irgendwie habe ich gerade... Kriege ich das nicht wirklich hin? Daneben, du Vogel. Sollte sich
Boah, Alter, die nerven gerade übel, ne? Das ist jetzt mal kein Witz, die nerven richtig hardcore gerade. Weil ich die einfach auch nicht mal loswerde, irgendwie. Deine Chancen stehen nicht gut, Arschloch. Selber Arschloch, du Arschloch. Meine Chancen standen nie besser. Okay, hier ist eine Rampe. Die nehmen die jetzt mal. Oh, wir bleiben einfach hier oben. Klappt das echt jetzt? Halte die Augen offen. Unsere Zielperson ist noch da draußen. Wie dumm sind die eigentlich? Oh, scheint zu funktionieren. Jetzt ist nur die große Frage. Jetzt müssen wir erstmal warten, bis die Polizei verschwindet, ne? Sonst haben wir. Scheiße, ich beende diese Verbindung. Ach, Alter, ist es nicht dein Ernst, oder? Zentrale, können wir diesmal bitte nicht entkommen lassen? Sind noch alle wach? Es hat aber irgendwie auch was, oder? Wenn man jetzt sagt, auch ein cooles Thumbnail, ne? Wenn man jetzt sagt, so. Man muss ja auch mal hier, ne? Man muss ja auch mal hier ein paar Bilder machen. Kann nicht immer nur hier verfolgt werden. Das lasse ich alles. Körnung machen wir aus. Blendeffekte. Ja. Können wir auch ausmachen. Fahrer machen wir ein. Und dann gucken wir mal, ob wir ein cooles Thumbnail hinbekommen. Jetzt ist die Frage. Guck mal, ich könnte sogar den Helikopter. Wie hoch komme ich eigentlich? Bewege ich mich noch? Ach, höher komme ich gar nicht. Ich dachte, ich könnte jetzt einfach just for the lols. Oh, jetzt muss ich klein niesen, du. Just for the lols einfach den Helikopter fotografieren. Aber es geht leider nicht. Okay, wir werden nochmal hier hoch machen. Du, mein Guter, ich könnte. Nee, was? Doch nicht? Ah, das war doof. Wir machen hier jeden Moment den Deckel drauf. Ich hab den Wagen aus den Augen verloren. Hey, wer verfolgt mich jetzt noch? Ach, alter Mädel. Wenn der jetzt weg ist, nicht? Falls direkt hier zum Rennen. Scheißegal, wir fahren jetzt direkt zum Rennen und drücken ganz schnell. Okay. Wir sind schon mal safe im Rennen. Das ist schon mal gut. Boah, ich hatte jetzt schon ein bisschen Angst, dass wir es doch nicht schaffen. Aber wir sind safe im Rennen. Genau das, was wir erreichen wollten. Okay. Ich hoffe natürlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir es irgendwie hinbekommen, dass wir an den Dings vorbeikommen, an einer Tankstelle.
Weil sonst sehe ich so leicht schwarz. Ist ganz leicht. Piss dich. Ey, der Rico, ne? Der ist so ein Nerv in jedem Rennen, ne? Das ist so ein nerviger Kunde. Was will denn der eigentlich von mir? Der ist immer in meiner Nähe, ne? Der mag mich wohl. Der soll ein Rennen fahren und nie in meiner Nähe sein. Sag ich doch, der Typ ist... Was willst denn du von mir? Such dir mal Hobbys, such dir mal Freunde, Lichter. Okay, auf den dritten sind wir schon mal gekommen. Wow. Komm, der zweite ist doch mindestens drin. Okay, also den ersten kriegen wir wieder. Wow, LKW. Den ersten kriegen wir wieder nicht. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Alter, diese Polizei. What the fuck? Das ist so unfassbar nervig jetzt. Ich hoffe, ich muss halt aufpassen, dass ich jetzt nicht mal so heftig gedamaged werde. Sonst sind wir gleich raus. Oh, okay, es ging noch. Ich hätte auch bremsen können, ich weiß, aber nee. Ich kann hier nie weg. Ich bin so am Arsch jetzt. Wo ist hier... wir fahren mal hier hin. Ich guck mal, ob wir... Vor uns ist gerade keine Polizei. Oh, wir haben es geschafft. Boah. Du hast dir deinen Schlaf redlich verdient. Alter, krass. Okay, ich hätte damit null gerechnet, dass wir es nochmal schaffen. Ey, meine Herren. Das war schon ein bisschen knapp. Harry Potter, das war schon ein bisschen knapp. Aber wir haben es geschafft, immerhin. Und wir gucken uns jetzt mal die neuen Teile an. Sieh sie dir mal an. Aha, neuer Kühler. Der aber meine Bewertung insgesamt schlechter machen würde. Deshalb nehmen wir den nicht. Und wir haben... ja, gut. Schraubenkompressor. Würde meine Leistung jetzt auch ein bisschen schlechter machen. Aber wir haben wirklich zwei neue Teile bekommen. Immerhin. Und so viel fehlt uns dann gar nicht mehr hier. Was fehlt uns eigentlich noch? Steuergerät, genau, Steuergerät fehlen uns noch zwei. Und die Kurbelwelle, glaube ich. Genau, da haben wir noch eine Kurbelwelle. Und das war's, dann haben wir wirklich alle Teile geschafft, ne? Dann haben wir... eine Sache wollte ich jetzt mal ganz kurz gucken hier. Nee, achso, das ist einmal, nee, falsch, warte mal.
5 mal 1,4. Das packen wir mal mit rein, weil irgendwie kam mir das gerade so vor, als wir nicht so viel hatten. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben wieder 2 Teile gewonnen und wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ in der nächsten Aufnahme. Bis dahin, haut rein und tschüss!